Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das ist der Treffpunkt. Augen auf. Ich traue dem Mann nicht. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Da ist der General. Halt! Der Hauptmann flieht. Ich schieße auf die Ärsche. Bereit für den Angriff. Auf den Boden, Hubschrauber. Hubschrauber, auf den Boden. Alle runter! Los, Feuer! Hoa! Heli, in den Staub! Der Truck entkommt! Mist, Scharfschütze! Hat die Rebellen um ein Fahrzeug gebeten. Halte durch, ich bin schon da! Das hat aber gedauert.
bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Wir können weiter. Los geht's. Okay, auf geht's. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Haltet den Hauptmann auf! Auf dein Zeichen, Boss. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es stört Sie doch, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihrer Tochter geht's gut. Und ob sie uns helfen oder nicht, sie kommen mit. Meine Tochter ist nicht wie ich. Sie ist nett, wo ich grob bin. Sie denkt mit dem Herzen. Das werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel. Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. Bastardo, das waren gute Männer! Vale, pendejos. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kam nicht an den Präsidenten ran? Nein! Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich wurde zu oft von der Unidad beschossen, um Mitgefühl zu haben. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Flor de Oro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Kumpel in Santa Blanca auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. So erzeugt man Spannungen. Richtig.
Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ender. El Muro war unterlegen. Und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Quebren als Menü. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Muro vergaß. Angst ist immer mehr wert als Geld. Auf Seiten des Kartells entwickeln sich die Dinge schnell. El Muro und El Sueño sind im Krieg. Weil Sueño will, dass Muro seinen Bruder tötet? Deshalb hat Muro die Unidad auf Sueño gehetzt. Ist wohl nicht gut gelaufen. Nicht wirklich. Jetzt sollen die sich gegenseitig abräumen? Ach, schön wär's. Leider ist Muro praktisch unsere einzige Spur zu Sueño. Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet. Wir müssen alles wissen, was er weiß. Okay, wir schnappen uns El Muro, bevor Unidad ihn aus dem Land schafft oder Sueño ihn umlegt. El Muro hat sich gegen El Sueño gestellt und das Kartell will ihn tot sehen. Bringen Sie ihn her, bevor er verschwindet. Unidad, Heli. Unten bleiben. Auf den Boden. Hubschrauber. Ich mach das. Ich fliege. Drohne fliegt. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Alles gut, alles sauber.
Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Aufpassen, Gegner im Bereich. So viel zum Alarm, es wird keine Verstärkung kommen. Fuck, greife an. Okay, ich bin unterwegs. Noch ein Drittel. Geh in Position. Hier ist ein Tango. Suche eine bessere Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Hab das Ziel. Sekunde, geh in Position. Bereit für den Angriff. Ziel eliminiert. Ich höre leichtes Feuer. El Muros Unidad-Kumpel und Santa Blanca beschießen sich. Na schön, wir gehen rein und suchen El Muro. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Position gehen. Da ist der Sicario mit einer Minigun-Schusslinie. Sag mir wo? Am Checkpoint. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Bereit, auf dein Befehl. Ist weg. Mein Ziel ist weg. Abschuss bestätigt. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich sehe einen Generator. El Muro will abhauen. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole. Wir brauchen ihn lebend. Unidad vorbei für Tango San. Verdammt, das Kartell schickt Verstärkung.
Roger. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht.